Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich habe wieder Hummeln im Arsch und ich musste jetzt unbedingt rausfahren. Wir haben heute Dienstag, den 20. Juni 2023. Ich bin mal wieder Richtung Wissembourg unterwegs, quasi Richtung Frankreich. Irgendwie gefällt es mir dort. Es ist herrliches Wetter. Hier im Schatten ist angenehm. In der Sonne sind so ganz schön heiß. Also hier sind so um die 30 Grad, 29 Grad. Ist halt Sommer, ne? Wir haben halt Juni. So wie es immer war. Und wärmer. Dann werde ich mal ein kleines Päuschen machen. Ich habe Brötchen mit Wurst dabei. So 15 Uhr, weil das Mittagessen ist irgendwie ausgefallen. Ein Kaffee wäre eigentlich gut. Also komm, mache ich mir einen Kaffee und ein belegtes Brötchen. Und wenn du magst, kannst du mit dabei sein. Dann hol du dir doch auch mal was zu essen. Und dann können wir zusammen was essen. Also das ist doch eine gute Idee, oder? Ich habe irgendwie nur das Essen im Kopf, oder? Ein Käffchen. Hallo. Okay, Grüß ist bestanden. Das ist auch so ein schöner Spruch. Grüß ist bestanden. Also, schön, dass du noch dabei bist. Dann düsen wir mal weiter von unserem Rastplatz. Und ich nehme dich mit. Also, komm. Unseren Müll haben wir auch weggeräumt. Bad Bergzabern, Dierbach. Ja, Dierbach, da war was. Bierbach wäre mir auch nicht unrecht. Hallo. Ah, so, Grüßtest bestanden. Schön, er hat einen Grußtest auch bestanden, der Herr Traktorfahrer. Und da kommt jetzt noch ein kleiner Bauer, also ein kleiner Traktor. Wahrscheinlich fährt das der 12-jährige Sohn. Okay, 12 hat er nicht. Er hat zumindest mein Bundeswehr-T-Shirt angehabt. Noch olivgrün. Also, schon länger her, dass der das Ding bei der Bundeswehr getragen hat. Ja, oder vielleicht vererbt, weiß ich nicht. Ja, aber ich finde, mit so Bundeswehrkleidung muss man nicht rumlaufen, glaube ich. So tolle sind die Sachen da nämlich nicht. Ich glaube, da gibt es so rein von der Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität und stellenweise auch Robustheit, gibt es, glaube ich, bessere Sachen als der Bundeswehr-Scheiß. Und schön sieht es auch nicht aus. Ist immer so irgendwie so. Ja, es erinnert immer an Krieg. Ja, kann man ganz deutlich sagen. Es erinnert an Krieg. Punkt. Ich meine, ich war zwar auch bei der Bundeswehr. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich viel gelernt habe. Aber das Schießen habe ich eher so. Naja, eher so als Hobby gesehen oder als Sport. Um da irgendwo Ziel zu treffen oder eine Zielscheibe zu treffen. Aber da nochmal auf den Menschen schießen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Aber naja, ich meine, im Ernstfall zum Verteidigen, klar. Ja, es gibt manche Länder, da zählt Menschenleben nicht so viel wie hier jetzt zum Beispiel in den Industriestaaten oder speziell jetzt hier in Europa. Schwieriges Thema, aber kann man auch mal drüber sprechen, oder? Wichtig ist, dass wir hier Frieden halten. Und dass wir keine Waffen irgendwo hinschicken und irgendwelche Kriegsgeschichten damit anheizt, anstatt sich an den Tisch zu setzen und da einfach wie normale Menschen miteinander sprechen, ja, und das Thema ausdiskutieren und Lösungen finden. Und nicht aufeinander schießen,
Das ist so, da fehlen mir jegliche Worte, ja. Kann ich nicht verstehen, ne? Ja, und ich finde, es dürfte gar keine Waffen geben. Keine, also nirgendwo. Also nicht nur für keine Waffen, Punkt. Ja, wer sich verteidigen will, muss, soll, kann, soll das mit den Fäusten tun oder sonst irgendwas. Oder die Leute sollen gleich so richtig erzogen werden, dass es gar keine Aggressivität gibt, dass man sich überhaupt nicht verteidigen muss. Also los, jetzt fahren wir Richtung Schlafplatz, sind noch 13 Kilometer. Ich habe eine schöne Quelle rausgesucht, wo wir heute hinfahren. Puh, das Radfahren finde ich heute anstrengend. Warum eigentlich? Ja, Äpfel gibt es ja noch nicht. Weintrauben sind auch noch nicht so weit. Nur anhand der Blätter das Gemüse erkennen, kann ich irgendwie nicht. Na gut, ich bin ja auch kein Bauer. Muss ich auch nicht können. Aber hätte man in der Schule auch lernen können, ne? Das finde ich zum Beispiel wichtig. Gesunde Ernährung, Sympathie, Empathie. Das sind so Sachen, die kann man den Kindern beibringen. Nee, nicht kann, soll, muss. Ja, aber das müssen die Eltern übernehmen. Und wenn es die Eltern selber nicht können, für wie es leider meistens der Fall ist, ja, dann kommt eben das dabei raus, was wir jetzt haben für eine Situation. Dass wir halt Leute haben, die anderen Leuten aus Versehen den Krieg erklären, weil sie kein richtiges Englisch sprechen können. Ja, noch nie was geschafft haben. Na, das geht halt nicht, ne? Und das ist genau das. Naja, aber das gehört dazu, das brauchen wir. Alles ist gut, wir müssen da nur noch hin. Ich bin jetzt hier im Wald, auf dem Weg zu meinem Schlafplatz. Es sind quasi nur noch 2 Kilometer. Aber die Berge hier, ich komme die einfach nicht hoch. Das ist einfach zu steil. Ich habe das letzte Mal schon mit dem Olli gesprochen. Wir sind mal im Überlegen, ob wir vielleicht da antriebstechnisch, also nur für einen Berg, dass man da vielleicht noch ein bisschen Power kriegt und da noch ein bisschen, dass man den Motor ein bisschen anpasst. Es ist einfach, ja, es ist einfach zu steil. Also ich schaffe es auch nicht, das ganze Gefährt hier dann zu schieben. Ich will nämlich zu dieser Quelle fahren und vielleicht kriege ich da ein bisschen schönes kaltes Wasser und vielleicht auch Wasser, wo ich meinen Apfelsaft kühlen kann. Habe ich nämlich heute dabei, ein Döschen Apfelsaft. Da freue ich mich aber nachher drauf, das kannst du dir vorstellen. Okay, da geht es jetzt auch irgendwie hoch, okay, ne? Da ging doch gar kein Weg rechts hoch. Bin ich blöd oder was? Da oben in der Kurve. Ich versuche da außen rum zu kommen irgendwie. So, nicht hier ganz links, sondern... Alles, was ich jetzt bergab fahre, muss ich später wieder berghoch fahren. Da rechts hoch. da hoch und dann irgendwie rechts. Also volle Pulle, alles, was ich habe. Da wird steil. Ist das anstrengend? Jetzt habe ich mich ja den Wald hochgequält. Ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir. 3 Kilometer sind wir hoch, irgendwie gefühlt. Die Wasserquelle ist nicht mehr weit. Jetzt gerade noch hier runter und schnubbel die Dupp dreimal rechts ums Eck. Und dann sind wir nämlich schon da. Gucken wir mal, ob wir da heil irgendwie noch rankommen heute. Jetzt fahren wir hier schön in den dunklen Wald hinein. So, wo ist die Quelle? Die Quelle allen Übels. Bin vorbeigerauscht an der Quelle. Schau mal. Tja, schade.
Die Quelle macht nichts mehr. Okay. Das ist natürlich blöd, ne? Weil ich hatte gehofft, da ein bisschen Wasser zu kriegen. Ich meine, ich habe noch Wasser, aber nicht mehr so viel. Mal gucken, ob es hier irgendwo noch eine Quelle gibt in der Nähe. Ich habe noch mal eine Quelle gefunden, hier in der Nähe. In 960 Metern. Das wäre ja eine coole Geschichte. Ja, es sieht leicht nach Regen aus, aber das ist gar kein Problem. Ich habe nämlich ein paar Planen dabei. Naja, jetzt nicht hier runter, oder? Also, das sind jetzt noch 460 Meter bis da runter. Am besten testen, oder? Guck mal, wie es da aussieht. So, und jetzt links. Ah, nee, oder? Nee, vergiss es. Guck mal, da links soll ich runterfahren. Schau mal da runter. Das kannst du vergessen. Wie weit ist denn das noch? 300 Meter? Okay, also da gucke ich mal, dass ich jetzt mal hier stehen bleibe. Ja, zur Not muss ich halt 300 Meter da runterlaufen. Dann ist halt so. Dann muss ich mir das Wasser holen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hier hinstelle. Hier ist doch ein schöner Platz. Ja, servus. Ach Gott, habe ich jetzt einen Hunger. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Käffchen vorne weg. Gut, aber jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich das mal reinbeißen. Wo ist das? Ein Käfer? Weil es gibt Chivapchichi. Das zeige ich dir gleich. So, jetzt auch mal einen Schluck Kaffee trinken hier. Ich komme ja zu gar nichts. Ganz lecker. Hast du eigentlich auch was zu essen? Komm, hol dir mal was. Schon wieder, oder? Ich animiere dich auch immer zum Futtern. Ne? Naja, aber wo muss die Wampe ja herkommen? Ha, fängt es wieder an zu regnen. Naja, wegen mir, mir ist wurscht. Aber die anderen zwei, die ich noch habe, die muss ich auch noch machen. Die kann ich morgen nicht wieder mit nach Hause nehmen. Die nächsten zwei, Chivapchichi. Also ein tolles Wort, ne? Chivapchichi. Was ist denn das? Chivapchichi? Kroatisch? Ja, ich glaube, aus der Richtung kommt das, ne? Kroatien. Kann man munkeln. Ich hatte noch einen Apfelsaft. Genau, den wollten wir doch zusammen trinken. Komm, hol dir auch meinen Apfelsaft. Ist kühl, nicht eiskalt, aber kühl und ist gut. Also probieren wir mal. Rausgehen, in dem Fall ist wieder schäumt wie verrückt. Naja, sag ich doch. Naja, hält's in Grenzen. Also, zum Wohle. Und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich. Ach, wie herrlich. Temperatur hier drin 23,8 Grad. Akku Nummer 1 hat 29,9, der ist vorne im Fahrrad. Akku Nummer 2, der ist hier im Fahrradwohnwagen, 29,4. Und hier hinten der Akku und der Sender hier hinten, der hat 26 Grad. Also können wir es uns raussuchen. Milden mal Mittelwert sind so 23 Grad. Ich weiß, rechne mal nie meine Stärke. Doch war's. Doch, rechnen bin ich ganz gut, muss ich sagen. Ja.
Da bin ich ganz gut. Ich habe ja auch einen kaufmännischen Beruf, da muss ich auch rechnen können. Apropos Akku. Das ist ja jetzt, ich habe das ja jetzt geändert hier am Fahrradwohnwagen und mit dem Fahrrad vorne. Ich war ja letzte Woche beim Olli wegen dem Controller und so weiter. Da hat er mir gesagt, also übrigens mit dem Olli, wir haben eine rein geschäftliche Beziehung, ne, über E-Bike Solutions, also nichts, da ist nichts privat oder so, dass ich jetzt zu ihm fahre oder dass wir telefonieren oder irgend sowas, das ist rein geschäftlich. Ja, ich habe das Fahrrad dort gekauft mit allem drum und dran, mit allen Rechten und Pflichten und also das nur mal so, damit das mal klargestellt ist. Ja? Und der Olli, der kümmert sich halt um die Spinner, sage ich jetzt mal. Nee, die Spinner stimmt nicht. Um die, die eben besonders was haben wollen. Ja? Also wie ich jetzt zum Beispiel, ja, der jetzt einen Fahrradwohnwagen ziehen will. Ja? Da hat mir der Olli gesagt, warte, das wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. Und zwar, dass ich die beiden Akkus, ich habe ja zwei Akkus, so fette Akkus, ich habe die technischen Daten jetzt gar nicht im Kopf. 700 Wattstunden irgendwie die Größenordnung. Und ob ich die zusammengeschlossen hätte. Dann habe ich ihm gesagt, nee, habe ich nicht gemacht, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass das BMS da nicht mitspielt, dass die Akkus sich gegenseitig entladen, ja, wenn die unterschiedliche Füllstände haben. Aber ich habe es dann so gemacht, ich habe dann beide Akkus aufgeladen, voll aufgeladen und habe sie dann zusammengeschlossen und ich verwende ja diese XT90 Stecker. Und es gibt XT90 Stecker, das hat mir auch der Olli gesagt, mit einem Überspannungsableitungsschutzgedöns. Also ich glaube, da ist ein Kondensator drin oder irgendwas, ja. Der dann ganz kurz, bevor das blitzt, vorne, wenn die Kontakte zusammenkommen, geht diese Überspannung, wird dann abgeleitet über diesen Kondensator. Und dann gibt es quasi keine Funkenbildung. Und man hört es nicht, wenn man das zusammen macht, macht es immer, ja. Und das ist dann in dem Fall nicht so. Und auf jeden Fall habe ich jetzt beide Akkus zusammen und lade die auch gleichzeitig zusammen auf über den Solarpark quasi hier rund um meinen Fahrradwohnwagen. Und ich muss sagen, das ist ziemlich, ziemlich Porno. Also ziemlich gut. Ja, da gucken auch Jugendliche zu. Also manche auch vielleicht mal unter 14. Also es ist ganz toll und es funktioniert gut. Und während der Fahrt halt aufladen, das ist halt das... Das ist halt schon sexy, ja, und das ist halt richtig cool und das ist halt die Zeit genutzt, ja, nicht wie ich es vorher hatte. Ich hatte die Solarzellen hier hinten drin und habe dann meine Mittagspause irgendwo draußen gemacht und habe dann die Solarzellen hingelegt und habe da warten müssen. Das war irgendwie nicht so cool. Das hat zwar funktioniert, aber cool ist es nicht. Besser ist natürlich, wenn die Dinger während der Fahrt geladen werden. Immer so ein bisschen. Und wenn ich meine, ich muss eine Pause machen, dann kann ich den Fahrradwohnwagen ja auch so hinstellen. Und ich habe die Solarzellen so gemacht, dass ich die jederzeit abnehmen kann und auch anders anschließen kann. Ich habe die Solarzellen parallel angeschlossen. Das hat ein paar Nachteile. Das hat aber auch ganz viele Vorteile. Bei Parallelschaltung hast du den Vorteil, dass du unterschiedliche Solarzellen miteinander kombinieren kannst. Das heißt, du musst alle parallel anschließen. Allerdings bleibt die Spannung, die Systemspannung, die bleibt gleich. Ja, das heißt, wenn du 20 Volt hast, die Spannung bleibt gleich, aber die Ströme, ja, der Strom, der addiert sich von Modul zu Modul. Das heißt, du musst immer dickere Kabel nehmen oder musst halt so dick Kabel nehmen, wie es nur irgendwie geht, damit dir die ganze Kiste da nicht abrumpelt. Ja. Und so kannst du dann eben auch unterschiedliche Solarzellen miteinander anschließen. Und du hast noch den Vorteil, wenn du eine Teilverschattung auf einer Solarzelle hast, bringen die anderen trotzdem noch. Das beeinträchtigt die überhaupt nicht. Das bockt die überhaupt nicht, die anderen Solarzellen. Ja, weil die ja parallel angeschlossen sind. Wohingegen bei einer Reinschaltung, ja, da hängen die ja alle zusammen. Und sobald da einer ausfällt, ist das quasi der Flaschenhals. Ja, und da geht es nicht weiter. Und diese Solarzelle bremst dann quasi die anderen aus. Das kann man machen auf dem Dach oder so, ja, wo alle Zellen gleichzeitig Sonne kriegen. Da kann man das mit dieser Reinschaltung machen. Damit ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber bei so Sonderlösungen, die wir hier haben, ja, mit Fahrradwohnwagen und immer wechselnd, ja, und da fährst du mal unter dem Baum durch und dann kriegt nur die Solarzelle Licht und dann nur die oder Sonne. So ist das viel besser, wenn man die parallel anschaltet oder parallel anschließt.
Ja, ich meine, der Verkabelungsaufwand ist auch ein bisschen höher. Ja, du musst halt dickere Kabel nehmen, ganz klar. Jetzt beiß ich hier mal rein, warte mal. Also die Parallelschaltung hat ziemlich viele Vorteile für uns. Und wenn das auch in dein Konzept passt, dann guck dir das mal an. Du kannst im Internet, kannst es googeln. Ja, also innerhalb von 5 Sekunden findest du das alles raus. Gar kein Problem. Aber wie gesagt, du musst halt rechnen. Ja. Das halt zum Beispiel bei meinen Modulen, ja, ich habe hier 130 Watt und etwa 20 Volt. Ja, das sind etwa 6,5 Ampere, die da fließen. Ja, das muss man einfach wissen. Ja. Und dann muss man halt auch die Kabelquerschnitte dementsprechend berechnen. Ja, und es gibt dann auch so Brechentools, gibt es auch im Internet, oder wie wir damals in der Schule gehabt haben, wie so Messschieber. Ja, da hast du einen Messschieber, da kannst du dann vorne den Strom hier hinstellen, wie viel Strom fließen soll maximal, und dann kannst du dann gucken, was für ein Kabelquerschnitt du brauchst, und dann eben für offene Kabel, ja, die jetzt oh, hallo. Ja, oh, lecker. Komm, ganz klein, genau, Moment. Richtig, hey. Ja, quasi. Ich hab noch übrig, wirklich. Ah, wirklich. Servus. Warte mal, ich mach mal die Kamera aus hier. So, jetzt wollte ich ja da je unterbrochen vorhin. Ja, da kam doch tatsächlich noch jemand hier mit dem Fahrrad angefahren. Ja, also sehr, sehr spannend. Das war jetzt ein wunderschöner Abend. Und also Yogi, wenn du das Video siehst, melde dich. Ich habe deine Trinkflasche, habe ich hier verwahrt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. War sehr nett mit dir. Du wirst nicht glauben, hier sind Glühwürmchen unterwegs. Ganz viel. Wir haben es kurz nach 10 und dann machen wir nämlich auch langsam Feierabend. Jetzt haben wir uns mal Bett fertig gemacht. So profane Sachen wie waschen, Zähne putzen und so ein Zeug. Dann gehen wir langsam mal schlafen. Was sagt denn eigentlich die Temperatur da draußen? Also hier drin sind es 21 Grad und draußen 22. Naja, die Akkus haben noch so 25 Grad. Okay. Ja, ich hatte ja die Akkus, die habe ich ja auch hier in diese Folie eingepackt, wie hier diese aluminiumbeschichtete Luftpolsterfolie. Und klar, dann brauchen die ein bisschen länger, bis die abkühlen. Ne? Ein schöner Tag geht zu Ende. Dann wünsche ich uns eine gute Nacht. Und morgen früh sehe ich dich wieder. Also dranbleiben. Ach, guten Morgen. Bist du auch noch dabei? Hast du die ganze Nacht auf mich gewartet? Ach, das ist aber schön. Ich war öfters mal munter, aber es hat ganz schön arg geregnet. Was sagt denn mein Überwachungssystem? Das sagt 9.35 Uhr, 21 Grad, das ist gut. Ja, und der 21. Juni 2023 haben wir heute. So, komm her, guck mich mal an. Guck mir mal in die Augen. Ah, schön. Oh, das hat echt ein paar Mal richtig stark geregnet. Aber ja, okay. So ist das halt, wenn man halt im Wald ist. Ne? Und ich habe den Fahrradwohnwagen nicht so gut ausgerichtet. Der steht so ein bisschen mit dem Kopf nach unten, aber nur ein ganz kleines bisschen. Da hätte ich irgendwie noch besser schlafen können, wenn ich das besser ausgerichtet hätte. Aber ich habe das Fahrrad nicht abgekoppelt vorne, weil das so ein Act ist, das abzukoppeln. Und ich stehe hier so ein bisschen bergauf und kann ich. Oh, das war nicht ganz so einfach. Aber okay, das habe ich wieder gelernt. So, machen wir die Klappe hier auf. Und so schön ruhig hier.
und hörst die Vögel zwitschern. Und gleich auch das Wasser plätschern. Ich muss nämlich mal das Bier mal wegbringen. Und dann ziehen wir uns mal an. Ich mache mir ein Käffchen und was zu essen, also so ein Müsli. Und dann düsen wir wieder Richtung Heimat. Und wenn du magst, kommst du mit. Also, dann bis nachher. So, der erste Kaffee für heute Morgen. Ach, ist das wunderbar hier. Man hört keine Straße, keine Autos, ab und zu mal ein paar Flugzeuge. Es ist wirklich ganz, ganz toll, ein ganz ruhiger Platz hier. Naja, dann erstmal ein Käffchen und dann geht's weiter. Ein Müsli, so richtig Hunger habe ich irgendwie auch nicht. Na doch, ein Müsli mache ich mir, komm. Naja, einen noch, komm. Ja, kipp's rein da. Ja, machen wir das mal dran. So, einmal. Zack. Das funktioniert auch gut. Und die Lampe schieben wir da auch wieder drauf. Bis es Klick macht, dann ist gut. Jetzt gibt's erstmal Müsli. Wie war das mit dem Beton und Zement? Das ist quasi eine Platte. Ja, ist ein Zeichen, dass es gequollen ist, ne? Und dann kann man das super essen und das schmeckt echt klasse. Also bis nach Hause sind es 43 Kilometer. Und ich bin jetzt auf 407 Meter, also auf 407 Meter Höhe. Und Karlsruhe liegt auf 100 Meter oder so. Also es geht quasi nur bergab. Nichts Weltbewegendes. Es ist ja erst 21:45. So einen Stress haben wir gar nicht. Vielleicht können wir beide uns unterwegs noch was Schönes angucken, ha? Ja. Boah, ist das ein Lärm. Hörst du das? Ja, war das wieder eine schöne Nacht. Und womit mache ich jetzt die Solarzellen sauber? Natürlich mit warmem Wasser, ne? Ist klar. Die Solarzellen mögen gar nichts anderes. Guck dir mal die Solarzellen an. Wie die aussehen. Was ist denn da passiert heute Nacht? Boah. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das von vorne irgendwie machen. Komm, ich fange nicht an. Das muss ich dann gleich machen, wenn ich den Fahrradwohnwagen mal abgebockt habe. Ich habe den ja hier auf so Steinen stehen. Da komme ich jetzt oben gar nicht ran. Und ich muss mir mal eine Leiter einpacken. So einen kleinen Tritt aus Stahl, wenn es geht. Naja. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da rumkomme. Okay, das geht aber. Das hätte ich mir jetzt viel schwieriger vorgestellt. Also da oben an der Stelle, schau mal, da bin ich ja echt gut rumgekommen. Da dachte ich nicht, dass das reicht, aber es ist auch dem zu verdanken, dass ich hier oben, schau mal, dass die Kabel hier rauskommen. Ich hatte es nämlich schon, da haben sich die Kabel, weil die Schraube hat so lange rausgeguckt, dass die Kabel sich hier festgehangen haben und abgerissen sind. Habe ich jetzt nicht. Ich habe hier in diese Schraube ein Loch reingebohrt, ein Gewinde reingeschnitten, vierer Gewinde und habe hier von den Elektrikern so ein, von diesen Kupferrohren diese so eine Halterung dran gemacht. Zwei Löcher rechts und links rein, Kabelbinder durch und jetzt kann das hier schön beweglich alles hin und her.
und alles ist gut. Und die Schraube habe ich auch ein Stück abgeschnitten, weil die hat auch so noch so 3 cm mehr rausgeguckt. Aber das reicht ja so. Also das zeigt mir jetzt, dass das wirklich gut war, dass ich da rumkomme. Ja, also hier, da habe ich schon mal aufgesetzt an der Stelle. Da war es mal irgendwie zu schräg. Aber okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal nach der Solarzelle. Die Seitensolarzelle. Ach, da freue ich mich. So, und das Handtuch hier, das hänge ich zum Trocknen. Deswegen habe ich die Haken so konstruiert, wie sie konstruiert sind. Ja, hänge ich dahin. Die Haken, die sind oben zu. Komm, ich zeig's dir. Guck mal, die Haken, die sind hier oben zu. Da kann das quasi fast nicht rausfallen. Im Gegensatz zu denen, das war meine erste Konstruktion. Das war mein erster Entwurf. Dann sind die Haken einfach nur offen. Dass hier was abfällt, ist relativ unwahrscheinlich, ne? Komm, genug gelabert. Jetzt fahren wir einfach los. Ich brauche Sonne. Ne, ich nicht. Und meine Akkus. Also, dann bis später. Eiserne Jungfrau oder Schandmante mit innen angebrachten eisernen Stacheln. Hinrichtungswerkzeug aus dem Mittelalter. Nachgearbeitet von dem Zimmermann Fritz Rennur. Das Original aus dem 16. Jahrhundert steht im Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber. Leihgabe von Hella Rennur. Sollen wir da mal reingucken? Das ist ja grausam. Können wir nicht aufmachen. Ach Gott. Habe ich mein Handtuch verloren? Ich habe mein Handtuch verloren. Da muss ich nochmal zurückfahren. Warum habe ich denn das verloren? Also, dass da der Dreck so hoch fliegt, das ist auch quasi eine Fehlkonstruktion. Also, da muss ich mal hinten ein Schutzblech noch so einen Spritzschutz dran machen. Das ist aber kein Problem. Ich habe noch so Gummimatten, habe ich noch da. Guck mal, das ist bis hier hoch geflogen. Guck dir das mal an. Ja, aber Sonne ist echt ganz schön knapp heute. Ihr seid ja noch ganz junge Pferde, ne? Ja, aber ich hab nichts für euch. Ihr zwei. Und du Pferdchen, was hast denn du vor, wenn ich da unten gucke, was da unten so rauskommt? Und du da so hinten dran stehst. Du hast doch irgendwie Schweinereien vor. Ich kenne euch doch. Ah, die zwicken sich. Also gut. So, wir sind in Dierbach. Da waren wir auch schon mal. Nicht zu verwechseln mit Bierbach. Ah ja, das war... Ah, stimmt, hier waren wir schon mal. Soll ich diesmal gucken nach dem Strom? Ob das funktioniert oder ob da immer noch außer Betrieb steht?
So. So, da haben wir die Ladesäule. Na, gucken wir uns mal an. Gibt es da auch Strom? Ne, da gibt es nur einen Parkschein. Trinkwasser. Aber Strom gibt es hier nicht, oder? Also, hier gibt es nur Wasser. Ein seit altes Wasserkammer. Oh, da sehe ich Steckdosen. Also guck mal, hier gibt es Steckdosen. Gut, die sehen auch relativ bemitleidenswert aus. Ist schon halb rausgerissen. Da ist wahrscheinlich mal ein Kurzschluss gegeben. Halb weggeschmort. Die sieht noch halbwegs gut aus. Und schau mal, ich habe hier so einen Batterietester, hätte ich beinahe gesagt. So einen Tester, ob die Steckdosen funktionieren. Und ob sie richtig angeschlossen und angeklemmt ist innen drin. Steck das Ding mal rein. Was fehlt? Kann man nämlich gucken. Eine grüne. Eine aus, eine rot. Grün aus, rot. Live neutral ist vertauscht. Das ist aber nicht schlimm. Ich könnte es einfach rumdrehen. Wenn ich das Ding rumdrehe, dann müsste es passen. So, und jetzt passt. Jetzt schauen wir. Jetzt haben wir zwei grüne. Und zwei grüne heißt korrekt. Da hat der es angeklemmt hat, Phase 0 vertauscht. Aber das ist nicht schlimm. Und so ein Ding finde ich ziemlich gut, ob man da, und da kann man dann überlegen, ob man da seine Sachen dran hängt. Also gut, also die mittlere Dose geht und es gibt sogar eine Drehstromdose hier. Ich stehe jetzt da. Das sind die Steckdosen. Da müsste ich jetzt vorwärts da reinfahren. Dann würde ich da noch ein bisschen Sonne kriegen. Müsste ich mich hier so auf den Rasen stellen. Und so ein 5 Meter Kabel habe ich dabei. Okay, also los, das mache ich mal. So, jetzt. Schau mal. 7,8 Ampere. Das ist ziemlich gut. Was sagst du denn überhaupt zu meinem Maskottchen? Habe ich mir gedruckt. Fand ich witzig. Die Dame, die Sitzende auf der Spannungsanzeige oder beziehungsweise auf dem Batteriemonitor. Gut, also, da können wir ein bisschen laden. Das war ja jetzt vollkommener Zufall, dass ich jetzt diese Steckdosen da entdeckt habe. Ich habe gerade ein tolles Plätzchen gefunden in der Sonne. Da können die Solarzellen schön aufladen. Und ich war gerade eben in der Bäckerei und habe mir noch mein Stückchen Kuchen geholt. Und hier auf dieser Bank, da waren wir beide schon mal. Und da werden wir jetzt unsere Nachmittagspause verbringen. So ein schönes Stück Kuchen, da freue ich mich jetzt echt drauf. Hast du eigentlich auch Kuchen? Ich weiß, du wirst bald so wie ich dick und fett und kugelrund aussehen, wenn du genau so viel isst wie ich. Guck dir mal den Rhabarberkuchen an. Guck dir den mal an, oder? Ess jetzt erstmal den Nachtisch und dann kommt zum Mittagessen dran. So, na dann, schauen wir mal. Ach gut, ist der lecker. Rhabarber. Ist schon sauer. Test durchgefallen.
Also hier wie ein Schiff irgendwie festgefahren. Oder ist das die neue Straße? Ach Gott, ach Gott. Ja, da unten die Schaulustigen am Ufer. Gucken wir mal, wie weit das geht hier, das Ding. Ja, Chef hat doch gesagt, da soll eine Straße hin auf den Rhein. Der Rhein ist doch eine Straße, eine Schifffahrtsstraße. Hat das jemand wörtlich genommen? Ja, das sieht aus wie eine Brücke, wie so eine Hebebrücke. Die ganze Brücke hier wackelt auch wie verrückt. Guck mal, wie das wackelt hier. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass denen sein Führerstand so hoch ist, dass der unter der Brücke nicht durchkommt und er gerade noch so die Notbremse gezogen hat, um da ans Ufer zu kommen. Und vorne dran steht noch ein Schiff, ich weiß nicht, ob du sehen kannst, so ganz so ein bisschen hinter der Brücke, da hinten kann man sehen. Da steht noch eins mit einem fetten Seil, was wahrscheinlich verhindert, dass das Schiff da irgendwie weg abdriftet. Boah, diese ganze Brücke hier, die wackelt wie Kuhschwanz. Viel mehr gibt es da jetzt nicht mehr zu sehen und ich fahre einfach mal weiter. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir unterwegs zu sein. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und du hast dich genauso satt gegessen wie ich auch. Also, dann sage ich ja Wiedersehen, das Vidania und bye bye. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos. Abonnieren und liken nicht vergessen. So, mal professionell die Linse reinigen. Musst du auch mal abkönnen, dass du mal runterfallen tust. Ja. Komm, geh mal hier, du musst mich nicht bekrabbeln. Du Ameise, ich bekrabbel jemand anders.